Moin Leute, was geht? Ich bin's Chris, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Abenteuer auf meinem Kanal. Was heißt Abenteuer? Heute wird's ein bisschen eklig. Mein bester Kumpel hat vor Jahren hier eine Wohnung gekauft. Dessen Mieter ist verstorben. Und als er da reingekommen ist in die Wohnung, sah es eklig aus. Das war das Grauen. Also er beschreibt, ich muss auf jeden Fall gleich eine Maske tragen, beschreibt es als Grauen und so einem Halb-Lost-Place. Also es wird auf jeden Fall ein etwas anderes Abenteuer. Und ich zeige euch mal, was Mieter alles so falsch machen können, weil das ist... Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Viel Spaß. Hey Leute, ganz ehrlich, das sieht hier schon aus wie ein Lost Place. Okay, das ist auf jeden Fall sehr altbacken hier. Das ist die Decke, ne? Ja Leute, hier hat der Mieter das Wasser überlaufen lassen. Das muss mein Kumpel jetzt alles machen lassen. Klasse. Was ist da oben? Ja. Ey, das ist ja, was ist das für ein altes Haus, sag mal. Guckt euch mal die Treppen an hier. So Leute, ich habe jetzt eine Maske auf. Brille ab. Ich riech's bis hier und das ist Fäkalwasser da unten, hat er mir gerade gesagt. Fäkalwasser. Okay Leute. Hier hat der Typ noch ein Klo gehabt. Lecker Schmecker. Und das ist typisch für Dachboden. Schauen wir mal. Der Teppich ist auf jeden Fall schon das nackte Grauen. Handschuhe. Oh, die sind ein bisschen klein. Ui. Na toll, schon gerissen. Ich habe jetzt schon Angst, da reinzugehen. Leute, das wird gruselig, wenn ich ihm jetzt Glauben schenken darf. Viel Spaß mit kaputten Handschuhen. Oh. Hallo? Okay, krass. Oh Gott, das ist nicht gelogen, das stinkt ja wirklich. Oh. Gut, dass ich eine Maske auf habe, die einigermaßen... Oh Leute, das ist alles voller Scheiße hier. Da könnt ihr mal sehen, wenn Mieter sich hier nicht an den Riemen reißen. Alter Falter, oh Leute, jetzt mal im Ernst, Leute, ihr habt viele Locations auf meinem Kanal gesehen, es sieht aus wie ein Lost Place. Ich meine, es ist ein Lost Place, momentan konnte er noch nicht viel machen, jetzt wird die Sanierung beginnen und, oh Gott, bis zuletzt hat er dieses Handtuch hier noch benutzt. Guckt euch das mal an, oh. Ja, also hier kannst du nur noch Kern sanieren, das wird auf jeden Fall eine teure Aktion, aber hier liegt halt noch alles rum, um es noch mal zu verstehen. Der Mensch, der hier gelebt hat, ist verstorben vor langer Zeit. Und seitdem steht diese Wohnung halt leer. Und oh Gott, also das... Ja, Leute, das ist alles scheiße hier. Ich glaube, die Schuhe schmeiße ich anschließend weg. Da ist noch Wäsche drin, ne? Das Klo, also das kannst du ja keinem erzählen. Und hier ist die Dusche. Oh Leute, ich kann jetzt die Kamera leider nur noch mit der linken Hand anfassen. Das ist alles ein bisschen... Boah, guckt euch das an. Guckt euch das an. Wie kann man so leben? Der muss sich ja komplett aufgegeben haben, dieser Mensch. Also haben wir hier hinter noch ein verschimmeltes Handtuch. Oh, krass, Leute. Krass. Ja, so hat er die Wohnung hinterlassen und wie gesagt, seit Monaten steht sie leer. Es ist ja unfassbar.
eine unfassbare, es ist ja unfassbar dreckig. Also ich bin richtig, es ist ja richtig eklig. Der hat hier so noch gewohnt. Bis zuletzt. Was haben wir hier noch? Oh, das stinkt nach Zigaretten, nach Kotze, nach Alkohol. Alles verdreckt. Hier noch alte Kleidung. Da hat er noch irgendwelche Wachsrosen eingelegt. Boah, also selbst durch die Maske stinkt. Hier liegt noch eine oder hängt noch so eine alte Winterjacke mit einem Buch. Was haben wir da noch? Ein Märchenbuch und eine Altherrenhose. Hier noch ein alter Teller. Ja, die Lampe völlig eingesifft. Oh, was ist das? Der hat, ich sag ja, der hat geraucht. Irgendwelche Zigarillos. Hier nichts mehr sauber gemacht bis zum Ende. Alles. Oh Gott, Leute, guckt euch mal die Heizung. Die ist ja schon gelb. Ja, und dann haben wir hier noch ein Buch. Oh Gott, Leute, es riecht so eklig. Da sind noch irgendwelche Postkarten drin und das war's auch schon. Hier unter, das ist ein bisschen provisorisch, weil ich nur mit einer Hand filmen kann. Hier sind noch abgelaufene Nüsse. Der Ventilator hier hat auch mal bessere Zeiten gesehen. Weihnachtsengel wie auf fast jedem Lost Place. Und ein alter Fernseher. Guck mal, die Uhr geht aber noch. Krass, seht ihr das? Die tickt noch. Daneben steht ein Foto, das zeige ich natürlich aus Lizenzgründen nicht. Aber dieser alte Röhrenfernseher hier. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, es ist alles versparkt hier, alles völlig siffig. Das kriegst du nicht mal mehr sauber geschrubbt. Keine Ahnung, was das ist. Aber das ist alles voller Medikamente und das ist ziemlich eingestaubt. Also das muss hier schon so ausgesehen haben, bevor er verstorben ist. Ganz ehrlich. Also die Küche, die Fliesen, völlig im Eimer. Hat es auch nie gemeldet irgendwie dem Vermieter. Da liegen alte Herrenschuhe. Leute, das ist so krass. Es ist so krass. Ich bin total schockiert, weil guckt euch mal die Wände an. Das sieht aus, als hätte er an die Wände gepinkelt. Es ist alles völlig versifft. Oh, krass. Ja, hier im Topf, Leute, ich weiß nicht, was das sind. Das könnte Schimmel sein, das könnte aber auch Ablagerung von Kalk sein. Dann haben wir hier einen Topf. Ich öffne den jetzt. Verkalktes Dreckswasser mit einer... Also hier sind Lebensmittelmotten. Lebensmittelmottenbefall. Eine Säge. Und schaut euch mal diese abgeranzte alte Küchenuhr an. Ich meine, Ordnung hatte er. Ne? Hier hing alles an irgendwelchen Nägeln. Hier haben wir tatsächlich noch Nudeln. Mal reingucken. Ja, die sehen noch ordentlich aus. Was ist das hier? Da ist Mehl drin. Zucker. Ja, auch Zuckerpötte. Lasagne. Und das ist ja echt das Grauen. Es ist ja wirklich. Mein Wasser. Oh, das Wasser geht. Da hat mein Kumpel nicht abgestellt. Ich weiß nicht, es hört sich an, der Strom geht noch, also Strom ist noch eingeschaltet. Ja, was haben wir hier? Da sind noch Eier drin, aber komm, mal gucken, ob die abgelaufen sind. Von Kaufland. Verfallsdatum sehe ich jetzt gerade gar nicht. Ach, das Verfallsdatum, Leute, ist verschimmelt. Da ist Grünschimmel auf dem Schild. Ich leuchte das mal an, man kann es nicht mehr erkennen. Nee, ist nicht mehr zu erkennen. Der Käse da drinnen, komplett verschimmelt. Die Butter. Ja, Leute. Ich hätte gerne hier irgendwo so ein Verfallsdatum. Hier ist noch Oldesloher Drachenlikör drinnen. Ja, und die Wurst. Guckt euch die Wurst an. Ich meine, hier ist noch eine. Ich finde die Verfallsdaten noch da unten irgendwo. Nee, Leute, ich will das nicht öffnen. Was haben wir hier unten noch? Da hat er noch Rama. Da könnten wir mal gucken. 2018 abgelaufen. Also diese, ich weiß, er ist jetzt nicht vor so vielen Jahren verstorben, aber
Ich weiß, dass es schon eine längere Zeit her ist und ja, dann musste er erstmal klären, wie es jetzt hier weitergeht und jetzt wird die Wohnung halt entrümpelt. Der Ofen ist, oh Gott, oh Gott, igitt. Das ist alles sparkig, voller Fett. Hier sind Essensreste noch drin. Da sind noch Essensreste drin. Also Leute, ich möchte, also so einen Mieter möchte ich nicht haben, sag ich euch ganz ehrlich. Die Pflanzen hier, es ist alles völlig. Yeah. Aber ich muss sagen, geruchstechnisch habe ich schon Schlimmeres erlebt. Es ist echt noch auszuhalten jetzt. Also man gewöhnt sich schnell dran. Der Teppich, ist, das Muster ist gar nicht mehr zu erkennen. Ja, hier hängt noch ein verschimmeltes Tuch. Mal hier Licht anmachen. Die Lampen, guckt euch mal die Lampen an. Guckt euch das mal an. Das ist nichts mehr weiß. Das ist absolut nichts mehr weiß. Auch die Lüftung, ist, die klebt schon. Und wenn ich das richtig sehe, sind da auch noch Motten drin. Also hier hilft nur noch, tut mir leid, Abriss. Kannst nichts mehr verwenden, nichts mehr. Dann fahren wir hier nochmal rüber. Was haben wir hier noch? Selbstgeschriebene Zettel. Dienstag 10 Uhr steht hier drauf. Ein Cappy. Da ist noch ein Portemonnaie, das ist allerdings komplett leer. Ein uraltes Radio. Eigentlich ganz cool, nur leider völlig versifft. Eine Hose. Eine angeklebte Casio-Uhr und, ey, die läuft noch, Leute, die läuft noch. Ja, dazu brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Zu guter Letzt gucken wir uns hier nochmal die Wand an. Weihnachten, vielleicht ist er um Weihnachten rum verstorben. Und Leute, hier unten haben wir auch noch was. Da liegt noch ein zusammengerollter Teppich, Schuhe, eine Altherrenhose, alte Hausschuhe, also, oh Gott. Also, dass hier noch keine Ratten drin sind, das wundert mich. An dem Schirm sieht man auch, den muss er Jahre nicht benutzt haben. Der ist voller Spinnenweben. Und ganz cool, Leute, ich habe überall hier so eine alte Schreibmaschine. Und zu guter Letzt, meine Leute, ist hier der Kleiderschrank. Den kann man gar nicht mehr öffnen, weil hier fehlt der Knauf. Ne, hier zieht man dran. Also selbst Leute, selbst im Schrank ist alles vergammelt und hier dreckig und was haben wir hier? Eine Jobbrille. Leute, das kannst du ja keinem erzählen. Also das ist alles siffig. Also ich sag ehrlich, da hilft nur noch Müll auf, Müll rein. Kannst nichts mehr von benutzen. Da liegt sogar noch, nee, ich dachte gerade. Ja Leute, das war's dann. Auch fast die Türen, das kriegst du ja alles gar nicht mehr auf, weil ich versuch's mal. Aha, das geht noch. Hier hängen noch Krawatten. Unfassbar viele alte Krawatten. Hier liegt noch eine Geldkassette mit alten Zeitungsschnipseln. Die scheinen sehr alt zu sein. Und mal gucken von wann. Schmuck ist da noch drin. Steht kein Datum leider drauf. Hier sind noch Briefe, Mahnungen und so, die filme ich nicht, weil das musste ich verpixeln. Ein Taschenmesser liegt hier noch. Schlüssel. Keine Ahnung, was das ist. Ja, machen wir wieder zu. Jetzt versuchen wir mal diese Schranktür hier zu öffnen. Und was haben wir hier? Ja, Handtücher, alte versiffte Jacken. Also Leute, das ist eine weiße Lee-Jacke. Ne? Könnt ihr sehen, Lee. Die ist braun. Da ist nichts mehr weiß dran. Hier unten sieht aus, als wenn da 50 Euro liegen, aber das ist nur eine Kopie, so eine einlaminierte Kopie, eine DVD und sämtliche Kabel. Leute, hier steht auf jeden Fall noch ein Staubsauger. Guckt ihn euch an. Seit Jahren nicht bewegt worden. Man sieht es auch hier am Boden, wie dreckig es ist. Und hier sitzt noch ganz einsam eine gruselige Clownspuppe. Ich finde die gruselig. Und es ist alles wirklich hart voller Spinnweben hier oben, wirklich. Ja, Leute, was bleibt mir dazu noch zu sagen? Man weiß halt nicht, in welcher psychischen Verfassung der Bewohner hier war. Nichtsdestotrotz ist es für meinen besten Kumpel natürlich richtig scheiße, auf Deutsch gesagt, das jetzt zu machen, weil da ist ein Loch in der Wand. Die Wohnung ist, also hier ist nichts mehr zu gebrauchen. Dann ist das Klo, hat er das Klo überlaufen lassen. Die Fäkalien sind durch die Decke gesickert.
Ich möchte nicht wissen, was an Kosten auf ihn zukommen, um diese Wohnung hier zu sanieren. Und er hat auch schon selber gesagt, er weiß nicht, ob er die nochmal weiter vermieten wird oder ob er sie nicht verkaufen wird, weil er sagt selber, er hat keinen Bock mehr auf Vermietung. Kann ich echt verstehen und würde ich auch, kann ich verstehen. Wollen wir eigentlich nichts mehr zu sagen, wenn man sich diese Wohnung anguckt. Ja, ich durfte es nochmal filmen. Er hat nämlich dann gesagt, Mensch, das ist ja wie so ein Lost Place, komm mal her, dreh das Ding. Ist natürlich ganz exklusiv, heute ganz legal und ehrlich gesagt wahrscheinlich auch der Einzige, der hier je filmen wird. Weil nächste Woche wird das hier alles rausgerissen und wie gesagt, kernsaniert. Und ich habe gesehen, die Wände kann man rausreißen, die sind aus Pappe. Das wird wahrscheinlich alles rausgerissen und komplett neu gemacht. So, ich zeige euch hier nochmal ein paar Eindrücke. Ich habe hier noch was entdeckt, guck mal hier. Tatsächlich noch so eine coole alte Uhr. So Leute, hier kann ich noch was entdecken. Kalender 2005, 2007. Und komisch ist, ach so, das ist Januar 2021. Das heißt, er ist letztes Jahr verstorben. Ein alter Coca-Cola-Kalender. Und jetzt raus hier, Leute, raus. Also hier riecht es definitiv wie in einem Lost Place. Es riecht wirklich wie in einem Lost Place. Alter Schwede. So Leute, das war's mit diesem Video. Ja. Wie ich oben schon sagte, man weiß nicht, hat er sich aufgegeben. Ich weiß, dass er Alkoholiker war, das auf jeden Fall. Ist eine traurige Geschichte, aber eben für meinen Kumpel echt eine Scheiße. Er muss jetzt halt sehen, wie er das machen kann. Ich konnte da Eindrücke gewinnen. Ich hoffe, ihr hattet da ein bisschen Spaß mit. Spaß ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber ne, ihr habt mich begleiten dürfen. Leute, bis zum nächsten Mal. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich bin so schockiert. Nee, bis zum nächsten Mal. Ciao.